An den Märkten ist es so wie im richtigen Leben, da stirbt auch der Glaube meistens zuletzt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Und die asiatischen Märkte zeigen, dass der Glaube zuletzt stirbt. Heute hat Donald Trump nach dem Treffen mit Ministerpräsident Abe gesagt, ja, im August, da wird etwas passieren, was für beide Länder, damit meinte er wohl Japan und die USA, sehr positiv ist. Jetzt ist die Frage, meint er damit vielleicht einen Deal im Handelskrieg oder meint er einen Deal zwischen den USA und Japan? Weiß man nicht. Die Märkte sagen sich, naja, könnte vielleicht den Deal mit China gemeint haben, der uns interessiert. Der Deal mit Japan ist für die Märkte ja deutlich weniger wichtig. Jedenfalls hat das dafür gesorgt, dass wir moderat freundliche Stimmung an Japans Märkten haben. Gestern ja der US-Feiertag. Dafür war es aber gar nicht so uninteressant, weil doch einiges passiert ist. Ich hatte im Marktgeflüster getitelt, jetzt fliegen die Fetzen, weil eben Neuwahlen in Griechenland, in Österreich, der erzwungene Rücktritt von Kurz, nicht durch die Wahl bedingt, sondern durch das Strache-Video. Aber wir haben die Auseinandersetzung zwischen der EU und Italien, die sich jetzt hochschaukelt, nachdem Salvini von der Lega Nord gesagt hat, ja, diese Defizitregeln, die sind alt, veraltet, die schaden Europa, da müssen wir was ändern. Die EU will wohl bald ein Disziplinarverfahren gegen Italien anstrengen. Damit wird sich der Ton also wieder verschärfen, wird wieder in alte Muster zurückfallen. Wir sehen, dass dann italienische Staatsanleihen höher rentierten, während zum Beispiel griechische Staatsanleihen so niedrig rentierten wie seit Jahren nicht mehr nach der Ankündigung von Neuwahlen und der Aussicht, dass die Syriza-Regierung abgewählt wird. Wie auch immer, wir haben heute also wieder die Amerikaner am Start. Schauen wir uns mal erst die Termine an, was da der Fall sein wird. Da haben wir zunächst mal das GfK-Konsumklima. Daten aus Deutschland sind derzeit besonders interessant. Industrie ja im freien Fall nach wie vor. Dienstleister noch robust, allerdings auch ein bisschen schwächer noch als zuvor, aber immer noch sehr stark. Jetzt ist die Frage, was macht eigentlich der Verbraucher? Da wird es um 8 Uhr weiteren Aufschluss geben. Zuletzt das Konsumklima doch auch ein bisschen zurückgekommen. Wir haben das Verbrauchervertrauen. Conference Board, das ist das einzige Datenhighlight aus den USA heute. Und wir haben den EU-Gipfel, wo jetzt die Weichen gestellt werden sollen, oder auf dem die Weichen gestellt werden sollen, wer denn neuer Kommissionspräsident wird. Und es gibt viel Zank hinter den Kulissen. Es gibt das sogenannte Spitzenkandidatenprinzip, an das manche glauben. Das ist praktisch eine Frage der Religiosität natürlich. Manche sagen ja, nur wer Spitzenkandidat war, der kann auch Kommissionspräsident werden, wie zum Beispiel ein Herr Weber für die Konservativen. Jedenfalls wird man da heute in Brüssel sich ein bisschen fetzen. Die Regierungschefs, die Regierungen können den Kommissionspräsident vorschlagen, aber das Parlament muss ihn wählen. Also auch hier wieder so ein etwas schiefer Mechanismus, der dafür sorgte, dass hier hinter den Kulissen ziemlich gezerrt wird. Es ist wohl so, dass Deutschland und Frankreich sich einigen werden, möglicherweise Weber ins Rennen zu schicken. Das würde bedeuten, dass Weidmann nicht EZB-Chef wird und das wäre für die Märkte nicht das Allerschlechteste. Wie auch immer, schauen wir uns erstmal an, wie jetzt eigentlich die Lage ist in Sachen Handelskrieg, nachdem Trump vorher gesagt hatte, naja, ich liebe Zölle, ist doch super, wenn die Zölle nach oben gehen, hat er eben heute diese Aussage oder heute Nacht diese Aussage gemacht, es wird etwas Tolles passieren, wahrscheinlich im August, die für etwas Fantasie an den Märkten gesorgt hat. Aber wenn wir uns die chinesischen Medien anschauen, wie die Global Times, da sagt man, ja, wahrscheinlich geht es den Chinesen, den Amerikanern nur darum, uns niederzuhalten, dass wir sozusagen nicht die Nummer 1 werden. Jetzt zeigt man auch, dass die Amerikaner schon den Handelskrieg spüren, vor allem die amerikanischen Pharma, und verweist darauf, dass ja Trump und die Trump-Administration weitere Gelder freigemacht haben, um die Landwirte in den USA zu entschädigen. Und vielleicht am besten bringt es wieder mal Hu Xijin auf den Punkt, das wollte ich zeigen, der sagt, ja, die Amerikaner wollen offenkundig die chinesische Wirtschaft sabotieren. Es geht ihnen gar nicht um fairen Handel und diesen Eindruck kann man ja vielleicht haben, auch wenn es natürlich durchaus berechtigt ist, dass die Amerikaner sagen, Leute, wir müssen da vielleicht mal eine Regelung finden. Der Huawei-Fall, so Hu Xijin, hat dieses Verständnis unter den Chinesen gestärkt, dass es den Amerikanern gar nicht um einen fairen Handel geht.
Oder verstehen wir da die amerikanischen Intentionen falsch? Die sollen mal klar machen, worum es ihnen eigentlich geht. Geht es ihnen also darum, die Nummer eins zu bleiben und China weiter unten zu halten? Oder worum geht es ihnen? Da stellt man, glaube ich, schon die richtige Frage. Denn den Amerikanern geht es natürlich übergeordnet darum, die Chinesen nicht zu stark werden zu lassen, solange man selbst noch stark genug ist, um sie eben niederzuhalten. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an, wie die Lage sich darstellt bei den US-Futures. Wie gesagt, wir sind freundlich jetzt in diesen Tag gekommen oder dürften einigermaßen freundlich in diesen Tag kommen. Nicht allzu starke Gewinne der S&P bei 2836 am oberen Band dieser Seitwärtsrange, die wir jetzt seit einiger Zeit sehen. Wir haben den Dow Jones bei 25.684. Was wird der DAX daraus machen? In Sichtweite der 12.100er Marke handeln, die er gestern kurzzeitig mal hat überbieten können. Dann haben wir den Euro, der gestern durch diesen Streit zwischen Italien und der EU ein bisschen gedrückt wurde. Überhaupt das Risikosentiment ist, naja, wie soll man sagen, noch nach wie vor so ein bisschen auf Stufe sorglos. Und das, obwohl die Chinesen, ich hatte das gestern im Markerflüster gezeigt, den Weg frei gemacht haben, um amerikanische Firmen wegen Sicherheitsbedenken, wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit zu verbannen, praktisch auch eigene Blacklists anzulegen, auf der dann US-Firmen stehen. Mal sehen, wann die Amerikaner kapieren, was das bedeutet. Da braucht es dazu erstmal Meldungen von Nachrichtenagenturen wie Bloomberg oder Reuters. Erst dann poppt das ins Bewusstsein der Amerikaner auf oder der US-Märkte oder der westlichen Finanzmärkte insgesamt. Aber es wird aufpoppen, ist eine Frage der Zeit. Dann haben wir den Goldpreis bei 1200 knappe 83. Wir sehen, dass der Yuan wieder ein bisschen zulegen kann nach der Drohung gestern durch den chinesischen Zentralbankchef. Und wir haben das Öl bei erholte bei 59,14 $, eine Art Spiegel des Risikoappetits. Hier war der etwas weniger ausgeprägt, jetzt diese leichte, eher zittrige Erholung. Was werden die Märkte jetzt machen? Jetzt müssen die Amerikaner sich erstmal sortieren. Man hat die Europawahl überstanden, da gab es keine Katastrophe aus Sicht der Märkte. Deswegen hat man sich gestern ganz gut halten können. Aber die Dinge im Handelskrieg spitzen sich weiter zu. Die Chinesen machen klar, warum geht es euch eigentlich, liebe Amerikaner? Wollt ihr wirklich einen fairen Handel? Dann könnten wir vielleicht sprechen. Dazu müsst ihr erstmal Huawei wieder begnadigen sozusagen, sonst können wir nicht sprechen, sonst werden wir eben ähnlich vorgehen wie ihr bei Huawei und dann werden die Dinge weiter eskalieren. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Start in diesen Dienstag und verweise auf 20 Uhr dann, nämlich das Live-Webinar Handelskrieg, Weltwirtschaft und die Finanzmärkte, in der sozusagen gezeigt oder in dem ich versuche zu zeigen, wie stark jetzt der Handelskrieg auf die Weltwirtschaft wirken wird, die ohnehin in einer sehr fragilen Situation ist, weil der Welthandel relativ stark eingebrochen ist, so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Diese Zusammenhänge zwischen Geostrategie, Weltwirtschaft und den Finanzmärkten versuche ich ein bisschen zu erhellen. Würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. Jetzt erstmal, wie gesagt, einen guten Start in den Tag. Servus und ciao.